Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jiggy Box von Jigsaw. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jiggy von Jigsaw. Das Ganze erscheint am Freitag, den 5. Juli. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Wir haben hier eine recht große weiße Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden. Jawohl. Und dann schauen wir uns das mal an. So, also wir haben hier eine riesige weiße Box. Hier in der Mitte einmal das Logo des Albums, diese Spirale. Rechts davon lesen wir Jigsaw mit dem charakteristischen Z und darunter dann Jiggy. Das Ganze ist vom Format her wie so ein Koffer gestaltet. Ist sehr, sehr ähnlich dem Desperados 2 Koffer damals von PA Sports und Kianush. Der war vom Design her sehr ähnlich, also in meinen Augen eigentlich genauso. Wir haben hier auf der Seite das AME stehen, also Alpha Music Empire mit dem Löwenkopf darüber. Das Label von Kollega, bei dem ja Jigsaw unter Vertrag ist. Und dann haben wir hier auf der Rückseite noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, das Ganze ist dann hier oben zu öffnen. So, und dann können wir hier den Deckel aufmachen. So, und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Sporttasche mit dabei, ein T-Shirt, das Album an sich, ein Poster, ein Schlüsselanhänger und diverse Sticker. So sieht das Ganze von innen aus. Wir machen mal wieder zu. Ups, die Seite zuerst. Einmal hier einschlagen, dann kommt die Seite hier drüber und dann klappen wir auch hier wieder ein. So, jawohl. So. Und dann haben wir hier einmal die Inhalte, die sich noch in Folie befinden. Wir werden das Ganze mal hier öffnen. So, das Shirt sowie natürlich die Tasche. Gut, und als letzten Inhalt, der noch eingeschweißt ist, haben wir dann das Album. Okay. Ja, der gute Mann hat ja in der letzten Zeit vor allem mit seiner drohenden Abschiebung von sich reden gemacht. Es ist das zweite Soloalbum von Jigsaw nach seinem Album 2018 Postmortem. So sieht das aus. Wir haben hier ein schwarzes Cover, dann hier so einen Spalt, sieht aus wie so eine Glasscherbe, in der wir hier das Auge und die Wange von Jigsaw sehen können. Hier auch wieder mit dieser Spirale. Also falls ihr Saw gesehen habt, die Serie, dann wisst ihr auf jeden Fall, woher das kommt. Also der Name Jigsaw, das ist dort der, ja, der Bösewicht mehr oder weniger, das der Mastermind, der diese ganzen Morde geplant hat. Und diese Spirale, die ist auch seinen Puppen, seiner Puppe immer aufgemalt auf den Wangen. Also Künstlername und Artwork hier entnommen von Saw. Hier lesen wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 17 Tracks an der Zahl auf dem Album. Plus dann noch CD2, die Jiggy Unchained. Also es ist eine EP.
Wir haben hier Features, jede Menge von Haftbefehl, Celo und Abdi, Nimo, Jason, Gent, Hurricane und Kollega. Also hochkarätige Features. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So sieht das aus. Wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Und dann haben wir noch so Fotos von Jigsaw in schwarz und rot gehalten. Hier wieder mit bemaltem Gesicht. Jawohl, also diese Scherbenoptik hier überall zu sehen. So, dann haben wir zum Abschluss noch die Album-Credits. Und dann hier auch noch die Bonus-EP. Also, wer hier noch produziert hat bzw. gefeatured wurde, denn auf der Bonus-EP 5 Tracks haben wir dann auch noch zwei Features. Und zwar einmal Asimemo und einmal Fatal. Ja, hier gibt es dann noch Alpha Music Empire. Somit kommen wir dann mit 5 Tracks auf insgesamt 22, 17 plus 5, das ist eine Menge, wenn auch keine Instrumentals dabei sind, leider. So sieht dann die Album-CD aus, in Rot und Weiß, wieder in dieser Spiralenoptik. Jawohl. Und dann auf der Rückseite natürlich noch die CD 2. Ups, falsche Seite. Und das hier ist dann eben die Jiggy Unchained EP. Spirale hier in Rot und Schwarz gehalten. Jawohl, genug zur Musik. Wir haben hier mit dabei Sticker. Und zwar, ups, da kommt noch einer raus, sind diese Sticker hier so in einer Hochglanz, in so einer Chromoptik. Jigsaw Jiggy haben wir hier einmal quadratisch. Dann einmal Alpha Music Empire kreisförmig, ist hier dann rauszulösen. Dann einmal das Albumcover, auch in dieser Chromoptik. Dann hier der Logo-Sticker mit dieser Spirale, kreisförmig. Und dann nochmal Alpha Music Empire im Querformat. So, also wir haben hier dann insgesamt 5 Sticker. Dann mit dabei ein Schlüsselanhänger hier mit einem Karabiner. Mit einem Stoffband. Auf der einen Seite haben wir hier DevShop und auf der anderen Seite Deus Maximus. Und hier dann einen Ring dabei, den man dann entsprechend an den Schlüsselbund hängen kann, an euren Reißverschluss, wo auch immer ihr möchtet. Ein Poster ist auch mit dabei. Und zwar ist dieses Poster beidseitig bedruckt. Wir haben hier auf der einen Seite in Weiß und Rot wieder diese Spirale plus Jigsaw darunter sitzend in der Russenhocke. Hier lesen wir dann wieder Jigsaw. Und auf der Rückseite das Logo Alpha Music Empire plus Alpha Music Empire Schriftzug natürlich. Und hier dann auch noch die Website in Schwarz und Weiß. Also beide Seiten im Hochformat gehalten. Dann haben wir mit dabei ein T-Shirt. Und zwar ist dieses, wie wir sehen können, in Schwarz gehalten. Bezüglich der Größe hat man das ganz spannend gelöst, denn wir haben hier ein Shirt, wie wir sehen können, ML. Also so eine Zwischengröße mehr oder weniger. Das T-Shirt in Schwarz mit dem weißen Schriftzug hier auf der Brust, Jigsaw. Und auf der Rückseite haben wir dann zwei Macheten, die hier senkrecht nach unten hängen. Ja, sehr passendes Shirt zu dem alten Machetenschwinger. Wir haben hier Alpha Music Empire ML, wie gesagt. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Turkey. Grüße gehen raus. Aktuell hält sich auch Jigsaw in der Türkei auf. Hat ja seiner drohenden Abschiebung da vorgegriffen und hat eben dann auf eigene Faust das Land verlassen und nicht irgendwie darauf gewartet, dass die deutschen Behörden ihn irgendwie ausfliegen bzw. ja, abschieben. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Sporttasche mit dabei.
So, gab es ja auch schon des Öfteren in diversen Ausführungen, in den verschiedensten Boxen. Allerdings vom Stil her ist diese dann doch etwas Neues. So, also von der Größe würde ich mal sagen so mittelgroß. Es gab schon größere, aber es gab auch schon kleinere in Boxen. Wir haben hier auf der Vorderseite einmal den großen Löwenkopf plus der Buchstaben AME von Alpha Music Empire. Dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal hier so aufgestickt ein Alpha Music Empire Patch. Genauso, nein, nicht mal. Also diese Seite ist dann blank, in schwarz gehalten. Ebenso wie die Rückseite. Wir haben dann hier oben einen Reißverschluss. Auch dieser hier ist gebrandet. Alpha Music Empire. Und wenn wir dann reinschauen, oh ja. Okay, also wir haben auch hier diese Spiraloptik, dieses Weiß-Rot. Das ist echt heftig. Also kommt gut zur Geltung und ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit schwarzem Innenleben gerechnet, aber das ist dann doch deutlich heftiger und deutlich schöner anzuschauen. Der Boden ist hier nicht ganz aus Stoff, sondern der ist hier etwas verstärkt und hier etwas härter. Gefällt mir auch gut, dass man den hier entsprechend gehärtet hat. Wir haben es hier zu tun mit Alpha Music Empire 100%, hoffe man kann das lesen, 100% Nylon und auch das ist Made in Turkey. Grüße gehen abermals raus. Und auf der Vorderseite haben wir dann auch noch eine Tasche, die auch wieder mit Reißverschluss zu öffnen und zu schließen ist. Auch hier haben wir wieder diesen Alpha Music Empire Anhänger und auch hier wieder diese Spiraloptik im Innenleben in Rot und Weiß gehalten. Die Träger der Tasche sind ebenfalls in Schwarz und haben dann hier auch noch so eine Verstärkung zum Halten, zum Tragen. Bedeutet, ihr könnt hier die beiden zusammenpacken und dann hier mittels dieses Klettverschlusses das Ganze zumachen und dann kann man die hier wunderbar durch die Gegend tragen. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Sporttasche, dann dieses Shirt hier in der Größe ML. Das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Der Schlüsselanhänger mit Karabiner. Die Sticker, 5 Stück an der Zahl. Quadratisch, kreisförmig, rechteckig, alles dabei. Und natürlich das Album an sich, Chiggy, mit 17 Tracks inklusive Bonus-EP mit 6 Tracks waren das meines Wissens, womit wir dann auf insgesamt 23 Tracks kommen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Chiggy von Jigsaw. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jigsaw unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.